Nora Jones ist sauer auf Eamon. Dem anständigen Mädchen geht sein Fuck it einfach nicht mehr aus dem hübschen Kopf. Platz 10 für den bösen Hit. Mario Winans hängt mit I Don't Wanna Know auf der 9 rum. Didi hängt derweil im Mittelmeer rum. Seine Luxusjacht hat einen Motorschaden. Jake Vaughns größte Angst ist es, mal als Obdachloser zu enden. Keine Panik, Alter. Mit Tipps hier rollt der Rubel. Das Teil geht hoch auf die 8. Avril Lavigne kann auch richtig nett sein. Sie schenkt der American Idol-Gewinnerin Kelly Clarkson einen ihrer Songs. My Happy Ending behält sie aber lieber für sich und schießt rauf von 11 auf 7. Gleich 2 Filme hat das dreckige Dutzend in der Pipeline. Die 12 werden demnächst in Hollywood doppelt aktiv. Mit How Come wandern die Detroiter Jungschauspieler runter von 4 auf 6. Einen rauf gehen die Sexy Twins von Nina Sky, Platz Nummer 5 für Move Your Body. Im nächsten Sommer will Fergie ein Soloalbum rausbringen. Bei den Black Eyed Peas macht sie trotzdem weiter. Let's Get It Started auf der 4. Britney Spears wurde beim Pinkeln in einer öffentlichen Toilette erwischt. Und zwar barfuß. Platz 3 für die Ferkel Princess und Every Time. Wenn Dan von Ozone einen Tag lang ein Mädchen sein könnte, dann würde er die ganze Zeit masturbieren. Pfui, 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 runter mit den Jungs von 1 auf 2 mit Dragusta Dentei. Ich hoffe doch, ihr wisst alle noch, dass ihr sämtliche Hits, die hier gespielt werden bei der MTV European Top 20, auch als kompaktes CD-Paket zu euch nach Hause geschickt werden können. Wenn ihr dafür einfach mal auf www.mtv.de/eurotop20 vorbeischneidet, dort so eine klitzekleine Frage beantwortet und mit ein bisschen Glück kommt ein Postbote mit, hey, ich habe ja Post für dich. Inklusive selbstverständlich auch der aktuellen Nummer 1. Und die kommt von Usher diese Woche. Und wenn man Usher nach seinem Job fragt, dann sagt er nicht einfach nur, ich bin Musiker, sondern Businessman mit Schwerpunkt Entertainment-Industrie. Also wenn er nicht gerade die weltweiten Charts erfreut, bedeutet das, er betreibt sein eigenes Plattenlabel, produziert Nachwuchskünstler, designt Klamotten oder versucht sich gegen Höchstgagen als Filmschauspieler. Und jetzt gibt es sogar in den USA zumindest eine Kreditkarte mit seiner Fresse drauf. Jetzt, ich weiß, jetzt überlegt ihr euch, was kann man sich damit halt alles kaufen. Nun, im Prinzip alles. Den exklusiven Rabatt gibt es allerdings nur auf so nützliche Sachen wie Usher-T-Shirts, Usher-Poster, Usher-Mützen und andere Usher-Merchandising-Späße. Und am Usher-Mittwoch gibt es einen Sonderrabatt. Ja. Rauf 102 auf die 1, hier ist Usher mit Burn. Damit sage ich jetzt, gehabt euch wohl. Die nächsten Wochen sehen wir uns nicht, denn ich mache eine Sommerpause. Zwar sind die Sommerferien jetzt hier in Berlin vorbei, aber gerade deswegen gehe ich jetzt woanders hin und lasse mir Brustimplantate einbauen. Einmal hier und einmal Oberschenkel. Sieht komisch aus, aber weißt du, in der Entertainment-Industrie musst du ja irgendwo auffallen. Ich dachte, das wäre eine gute Idee. Also, gehabt euch wohl, wir sehen uns im Oktober wieder. Jetzt viel Spaß mit Usher und Burn. Ah, wobei, es brennt eigentlich immer noch. Ey, scheiße, es muss weg.